Das ist quasi ein Raum mit einer Kapsel drin. Genau, genau. Warum machen die denn nicht einfach ein Bett rein? Ja, das ist, habe ich mich auch gefragt. Hey Leute! So, heute bin ich hier mit dem Tommy, ja, der jetzt hier eine Weile in Tokio war. Und er hat in Kapselhotels übernachtet und da will ich ein bisschen mehr dazu hören. So, vielleicht erstmal die Frage, warum hast du dich für Kapselhotels überhaupt entschieden? Eine gute Frage. Kapselhotels sind für mich eine gute Möglichkeit gewesen, einfach kostengünstig durch Japan zu reisen. Das heißt, Kapselhotels sind auf jeden Fall preisgünstiger als ein normales Hotel oder ein Ryokan? Genau. Ich habe 5 Tage in Tokio übernachtet, in Nihonbashi, in einem Kapselhotel. Okay. Und das kam in der Summe 120 Euro. 120 Euro für? Für fünf Nächte. Für 5 Nächte. 5 Nächte, 120 Euro. Wow. Genau. Dann heißt, und du warst ja dann nochmal in Osaka, oder? In Osaka war ich auch gewesen, genau, für 4 Nächte. Und dort habe ich 39 Euro bezahlt. 39 Euro, wow. Also sportbillig. Ja. Hat natürlich nicht ganz dann die Annehmlichkeiten wie bei einem normalen Hotel, bei einem Ryokan natürlich. Für den Preis, den ich sozusagen zahle, nehme ich das A in Kauf und ich bin eh jemand, der nun mal primär zum Schlafen und Duschen ins Hotel geht oder irgendwo sich Unterkunft sucht. Und ich brauche kein Wellness-Hotel, wenn ich in Japan umherreisen will oder irgendwas. Und deswegen waren für mich die Kapselhotels eigentlich eine sehr gute Alternative. Das stimmt, ja, das glaube ich. Wie kann man sich so ein Kapselhotel denn eigentlich vorstellen? Und auf den ersten Blick sieht alles so aus wie im ganz normalen Hotel. Du kommst erstmal rein in Nihonbashi, kommst du zu einer kleinen, wie es in Japan ja üblich ist, so einem kleinen Vor, wo du deine Schuhe ausziehen musst. Also du kannst einfach nur von dem her, dass du quasi in das Hotel hineingehst, würdest du vielleicht von außen noch nicht unbedingt sagen, Mensch, das ist ein Kapselhotel. Und wenn du eingecheckt hast, bekommst du einen Schlüssel. Und der Schlüssel ist gleichzeitig auch, jetzt zumindest in dem in Tokio war es so gewesen, gleichzeitig auch der Schlüssel für meinen Locker, also für mein kleines Schließfach, was ich da bekommen habe. Und dann gehst du in die zweite Etage, einfach aus der zweiten Etage, und hast dann dort eine ganze Reihe nur mit Betten. Das heißt, es sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Bienenstock von innen, so mit ganz vielen Waben, die man betreten kann und geschlafen kann, sozusagen. Also es sind jeweils 2 Betten übereinander gewesen immer. Okay. Also sprich, du hast am Boden ein Bett und eine Kapsel und du hast oben drüber noch eine Kapsel gehabt. Mhm. Sprich, der oben liegt, der muss ein Stückchen nach oben klettern und der unten liegt, muss sich kurz nach unten bewegen, bücken. Aha. Was bei meiner Körpergröße kein Problem war. Ich hatte das untere Bett gehabt. Wie ist das denn eigentlich, wenn man in so einer Kapsel schläft? Ist das dann irgendwie komplett schalldicht oder wie kann man sich das vorstellen? Also schalldicht nichts, wäre schön. Es gibt bestimmt auch Varianten, wo das genau so funktioniert, okay, die vielleicht auch ein bisschen teurer sind. In den beiden Hotels, wo ich jetzt gewesen bin, hast du eine gewisse Geräuschkulisse dabei. In Nihonbashi war es so gewesen, dass wir quasi wirklich nur einen reinen Schlafraum hatten. Und im Schlafraum standen vorne riesengroße Hinweisschilder dran, wenn du sozusagen in diesen Schlafraum gehst, dann nicht mehr reden, nicht mehr telefonieren, ruhig sein, weil Hinweis, Leute wollen schlafen. Also es ist jetzt nie ganz leid, aber es laufen Leute draußen dran vorbei. Ah, ja. Und die laufen ja quasi an deinem Bett vorbei oder an einer Kapsel vorbei. Okay. Und das merkt man. Das heißt, es gibt keine richtige Tür oder so, mit der man das zumachen kann? Eine richtige Tür nicht. Also in Nihonbashi gab es keine Tür. Okay. In Osaka war es ein abgeschlossener Raum, wo eine Kapsel sozusagen drin stand. Das war auch sehr interessant gewesen. Das ist quasi ein Raum mit einer Kapsel drin? Genau, genau. Warum machen die denn nicht einfach ein Bett rein? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. Das klingt sehr mysteriös jetzt, aber gut. Du krabbelst quasi in deine Kapsel hinein. Ah, okay. Und kannst dann von innen wie so einen kleinen Vorhang herunterziehen, okay, und den unten auch einhaken. Du kannst das nicht abschließen, sprich, das ist eine per se offene Kapsel. Also wenn dir jemand etwas Böses wollen würde, könnte er es tun, dann sozusagen. Könnte er nachts sozusagen zu dir kommen. Wie ist das denn? Ist das dann so getrennt zwischen Männern und Frauen oder ist es gleich in einem Raum? Ja, sehr gute Frage. In den Hotels, wo ich jetzt gewesen bin, war es immer getrennt gewesen. Getrennt, also nach Stockwerken sozusagen? Genau, du hast jeweils ein Stockwerk gehabt und jedes Stockwerk war entweder Man-Only oder Woman-Only. Da gab es auch keine Ausnahme, ich habe jetzt nichts gemerkt. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie mal die Freundin mit vorbeigekommen ist oder ähnliches. Das funktioniert das, leider nicht anscheinend, ja. Ich glaube, es ist auch eher so für den einsamen Geschäftsmann sozusagen, der mal schnell irgendeine Absteige sucht für einen Abend oder so. Da gab es auch einige, ja. Also die dann quasi so vom Gefühl her, glaube ich, die halt den Last Train verpasst haben, den letzten Zug. Oh, okay. Und die dann in die Kapsel immer eingestiegen sind. Okay. Weil zumindest in dem in Nihonbashi, du hast alles gehabt. Du hast quasi dein eigenes Bad gehabt mit Toiletten.
Okay. Du hattest dann so eine Reihe von Waschbecken, wo man sich waschen konnte. Ah. Und es gab auch eigene Duschräume. Eigene Duschräume, okay. Also auch dann auch jeweils getrennt nach Männlein und Weiblein. In dem Waschi waren dann eben in den Duschräumen waren dann quasi 10 nochmal separat auch abgetrennte Räume gewesen, wo dann quasi kleine Duschen drin waren. Ah, okay. Typisch Japan, die Privatsphäre ist das trotz allem schon sehr hoch. Ist gewahrt, ja. Okay. Gewahrt, genau. Zum Thema Sicherheit, weil man Bedenken hat, ob andere Menschen sozusagen noch reinkommen können. Mhm. In Nihonbashi war es so gewesen, ich hatte dann quasi an meinem Schlüssel war auch so ein kleiner Transponder gewesen. Aha. Und mit diesem Transponder hatte ich Zugangsberechtigung zu meinem Stockwerk. Okay. Sprich, jemand, der nicht diese Zugangsberechtigung hat, kommt auch gar nicht rein. Also sprich, in dem Fall, es kommen quasi keine Frauen rein, weil die eben diesen, das quasi für das dritte, vierte Stockwerk zum Beispiel haben, diesen Transponder. Es kommen halt keine Fremden. Und es kommen auch keine Fremden hinein. Keine Fremden Augen. Und dann quasi auch nicht das andere Geschlecht sozusagen. Genau. Aha. Kann man den Transponder vielleicht auch so einen Notruf absetzen oder so? Zur Hilfe. Da ist ein besoffener Salaryman in meiner Kopf. Was soll ich machen? So. Ja. Das wäre eigentlich cool. Aber das wäre cool. Also den Notrufknopf habe ich jetzt keinen gesehen. Echt? Aber ich sage mal so, Kapseln sind nicht schalldicht. Ich habe zum Beispiel, ich habe quasi die Kapsel links und rechts von mir sozusagen gehört. Mhm. Und noch von dem Herrn, der quasi direkt über mir liegt. So direkt, die direkt angrenzenden Kapseln oder Nachbarn. Die hört man schon so ein bisschen, wenn die sich bewegen. Ist nicht, ist nicht krass. Wenn die schnarchen. Wenn die schnarchen. Genau, wenn die schnarchen, das hört man schon. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ich habe quasi vom Gefühl her die übernächste Kapsel schon nicht mehr gehört. Also es wäre vielleicht so angebracht, sich so eine Art Oropax oder so mitzunehmen, um genau. dann auch die Nachbarn nicht zu hören. Genau. Das ist jetzt für mich persönlich etwas, was ich fürs nächste Mal definitiv mitnehmen werde. Das wäre ein Tipp für euch. Oropax mitzunehmen. Tipp für euch auf jeden und Fall. Und je nachdem, wie hell die Kapsel ist. Es gibt in Osaka, das war sehr hell, der Licht durchflutet gewesen. Vielleicht auch noch so eine Schlafmaske zum Aufsetzen mitnehmen. Kann man dann das Licht dann komplett ausmachen in seiner Kapsel? Du kannst das Licht ausmachen, komplett und dann, dimmen. Dann ist es auf jeden Fall dunkel. Genau, du kannst es dimmen okay. und dann kannst du auch mit ausmachen. In den Kapseln selber gibt es auch noch einen Ventilator. Der du sozusagen auch an- und absteuern kannst. Ah. Der in Nihonbashi, der war relativ ruhig gewesen. Okay. Während der in Osaka sehr laut gewesen ist. Wo wir es ja gerade von Ventilatoren haben, was ist denn so die Ausstattung von so einer Kapsel? Was kann man denn da drin so finden? Was ist denn da? Ist da nur das Bett? Also von dem, wo ich jetzt gesehen habe, ist, du hast eine Standardausstattung und du hast eine etwas, ich sag mal, gehobenere Ausstattung. Aha. Da, wo ich jetzt gewesen bin, hast du eben logischerweise die Matratze drin. Das ist ein bisschen kleiner Futon. Okay. Allerdings ist die Matratze sehr dünn. Also sprich, wenn jemand eher sehr weiche Betten bevorzugt, ist eine Kapsel wohl eher nichts. Bei Bedarf kann man auch noch ein zweites Kissen verlangen bei der Rezeption. Das ist auch möglich. Ohne Decke. Ohne Decke halt, okay. Genau. Du hast noch Handtücher, bekommst du auch gestellt? Gibt es da auch sowas? Ich habe mal irgendwas gesehen von wegen. Da gibt es auch Fernseher drin und genau. irgendwelche... Das ist dann eher die Premium-Variante. Ach, das ist die Premium-Variante. Hätte ich auch buchen können in Nihonbashi zum Beispiel. Da gab es dann gehobenere Kapseln, wo ein kleiner Fernseher drin ist. Ach, Fernseher auch noch, okay. Kann man japanisches TV gucken. Genau. Wow. Habe ich nicht gehabt, aber war jetzt auch für mich nicht relevant gewesen. Das heißt, Standardausstattung ist wirklich quasi nur das Bett. Ja, Licht ist immer auf- und zuschaltbar. Du hast meistens noch eine kleine Uhr integriert oder auch einen Alarm einstellen kannst, was nebenbei gesagt morgens etwas nervig ist. Also wenn überall das dann klingelt? Wenn dann überall so nach und nach sozusagen anfängt, der Alarm loszugehen. Okay. Weil das hört man dann doch. Und wenn man dann richtiges Pech hat, hat man vielleicht auch jemanden, der vergessen hat, seinen Alarm auszustellen. Und nebenan die Kapsel ist leer. Oh. Und dann dudelt das eine Weile, bis dann sozusagen wirklich jemand das Ganze ausmacht. Und jetzt Kapselhotels und Hostels, was ist da besser? Für mich ganz persönlich, ich bevorzuge Kapselhotels gegenüber Hostels. Aha. Vom Preislichen her sind die ja, glaube ich, ähnlich unterwegs. Für mich persönlich würde ich Kapsels nur ein bisschen höher einstufen, zumindest damit ich alleine reise. Weil in so einer Kapsel hat man doch eine etwas andere Privatsphäre. Du bist ungestörter, du bist mehr für dich. Ich meine, wir alle kennen Doppelstockbetten, glaube ich. Unten liege und der oben vielleicht ein bisschen kräftiger ist als ich und auch etwas unruhigeren Schlaf hat. Ja, ich glaube, wir haben alle schlechte Erfahrungen damit gemacht, mit Doppelstockbetten. Alle ein Bild vor Augen vielleicht. Wahrscheinlich ein schlimmes Bild. Also die Kapsel ist dann doch schön getrennt, man hat was Eigenes. Genau. Also würdest du sagen, Kapselstätte steht auf jeden Fall über dem Hostel. Genau, für mich persönlich auf jeden Fall. Hast du das Kapselhotel in Japan gebucht oder in Deutschland? In Japan. Ich bin dieses Mal relativ spontan nach Japan gekommen und deswegen habe ich sehr viel vor Ort direkt gebucht. Mhm. Kapselhotels kann man ganz normal auf jeden Fall online buchen. Und genau. Das ist gar kein Problem. Also da gab es jetzt, die Seite war dann aber auch nicht irgendwie auf Japanisch, sondern du konntest alles auch verstehen auf Deutsch. Ah, okay. Auf Englisch meistens. Oder auf Englisch. Dann, ja.
Man muss beim Buchen nur aufpassen. Meistens steht irgendwo im Buchungsprozess, dass es eine Kapsel ist, nur für Männer oder nur für Frauen. Ah, dass man da quasi nicht gerade in der falschen Rolle quasi einbucht. Und dann kommst du als Frau da hin und schlimmer. So, okay. Alles ich klar. Glaube, die würden dich nicht reinlassen. Dann würden sie sich schon nicht reinlassen. Also meine das glauben sie uns zumindest. Nicht, dass wir Frauen sind. Wahrscheinlich. Okay. So, das war's dann erstmal, Leute. Da bedanke ich mich erstmal beim Tommy, dass er hier war und uns gerne. Rede und Antwort gestanden hat. So, wann kommst du denn wieder nach Tokio? Hoffentlich sehr bald. Okay. Wieder Kapselhotel? Und vermutlich wieder Kapsel, ja. Wieder Kapsel. Also Tommy empfiehlt Kapseln. Ist eine Erfahrung wert, auf jeden Fall. Wenn man es noch gar nicht getestet hat, auf jeden Fall. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also dann, ciao.